Abend und willkommen zu unserem Freitagsmeeting mit Meditation und dann ja dem freitagstypischen Austausch, aber erst eine Meditation. Beginnen zunächst damit, die Aufmerksamkeit einzufangen aus ihrem herumstreunenden Alltagsmodus, um den Achtsamkeitsrahmen hineinzulenken, indem wir das Ein- und Ausatmen des Körpers zum Objekt der Aufmerksamkeit machen. In der Gegenwart, im Körper, das unmittelbare, direkte, achtsame Erleben aufschließen. Alle weltlichen Belange lassen wir in den Hintergrund treten. Setzen unseren Aufmerksamkeitsschwerpunkt
ganz in der Gegenwart, im Körper. Im achtsamen, geliebten Ein- und Ausatmen. Dass wir nach und nach den ganzen Körper als Achtsamkeitsgefäß erleben, sich dadurch alle aktivitätsdrängenden Gedanken weiter beruhigen. Dass wir ganz bei der Sache, ganz in der Gegenwart auf den Erlebensinhalt des Achtsamkeitsrahmens fokussiert sind. In diesem geschützten Rahmen lenken wir jetzt unsere Aufmerksamkeit auf den Empfindungsanteil im Erleben,
Egal welche Sinneskontakte wir erleben, empfinden sie immer als angenehm, unangenehm oder neutral. Genau das versuchen wir einfach einmal so objektiv wie möglich, so achtsam wie möglich zu verfolgen. Da ein Sukha-Vedana ist, wissen wir, da ist ein Sukha-Vedana. Wenn da ein Dukkha-Vedana ist, wissen wir, da ist ein Dukkha-Vedana. Wenn da ein neutrales Vedana ist, wissen wir, da ist ein neutrales Vedana.
vollkommen objektives Beobachten der Empfindungen nicht so recht klappen möchte, muss euch das nicht weiter verwundern, weil er genau an dieser Stelle den Empfindungen der Ich Bin Einbildung immer wieder ihre verlangenden Finger ausstreckt und die Neigungen zu Gier, zur Ablehnung, zur Verblendung aktiviert. Versuchen wir also einfach zu beobachten, ob und wenn ja, wie angenehme Empfindungen, die Ich Bin Geschichte namens Gier auslöst, unangenehme Empfindungen, Ich Bin Geschichte namens Ablehnung, neutrale Empfindungen, immerhin das Ich Bin Gefühl wieder wachruft. Um so ein bisschen einen tieferen Einblick zu gewinnen, Neigungen des unerwachten Geistes hin zu Gier, Hass und Verblendung, dieser zentralen Lebensschaltstelle empfinden. Umschlagplatz der Ich Bin Einbildung.
Die gute Nachricht ist, dass sich die Neigungen zu Gier, Hass und Verblendung auch mit Geduld und Klarblick überwinden lassen, wenn uns bewusst wird, dass weder die angenehmen noch die unangenehmen noch auch die neutralen Empfindungen es überhaupt wert sind, eine Ich-Reaktion darauf zu zeigen. Uns bewusst wird, dass Vedana, die alles empfinden, immer nur wieder im gleichen Unbeständigkeits-, Nicht-Selbsthaftigkeitsverlauf folgen kann, hier ein sinnvolles Ich gar nicht aufzubauen ist. Eröffnet sich eine Alternative zu Gier, Hass und Verblendung. Müssen nicht unbedingt aktiviert werden. Angenehmes Empfinden, unangenehmes Neutrales kann einfach unidentifiziert vorbeiziehen. Wir können in Nicht-Gier, Nicht-Ablehnung, Nicht-Verblendung Wurzel des Heilsamen erkennen. Freiheit des nicht neigungsspezifisch reagieren müssens.
geht es in 10 Minuten weiter mit dem Austausch. Bis gleich.